Jolifanto, Baubla, Falibambla, Groschiga, Mfa, Habla, Orem. Egega Gorramen, Higo, Bloiko, Ruschula, Huyu, Holaka, Holala, Anlogo, Bum, Blago, Bum, Blago, Bum. Dada ist eine neue Kunstrichtung. Das kann man daran erkennen, dass bisher niemand etwas davon wusste und morgen ganz Zürich davon reden wird. In diesem Land der Rohköstler, Joghurt-Fanatiker, Konkubinatsschnüffler, in der freien Schweiz, die Friedrich Schiller besungen hat, in diesem Lande des Kropfs, der Seen und der landschaftlichen Schönheit, das von Alfieri als ein Abort und von Madame de Staël als ein Paradies bezeichnet wurde, wo die Kühe wie Menschen und die Menschen wie Kühe sind, in diesem Land, hier wurde eines Tages Dada geboren. Die Weltanschauung der freiesten Menschen, die dieser verfluchte Planet je hervorgebracht hat. Dada wurde eines Tages gegen Ende Februar 1916 in oben genannten Pferdestall in der Weise geboren, dass ich mit Ball dies bedeutsame Wort in einem deutsch-französischen Diktionär entdeckte, wo es Holzpferdchen bedeutete. Die Frage, wo kommt der Begriff Dada her, war ja für die auch ein großes Geheimnis und ein Feuerwerk der Verrätselung. Ja? Kam das nun von dem Begriff Steckenpferdchen, weil die einen gesoffen hatten und dann haben sie im Lexikon geblättert und da steht, was steht da? Da steht Dada und das ist es jetzt. Ja? Oder wie Zara sagte, er sitzt in der Kneipe und ein Mörder rennt durchs Lokal, die Polizei hinterher und wo ist der Mörder? Ja, der ist zwar da rausgerannt, aber Zara, so schreibt er, da, ne? Ist er rausgerannt und ja, die machen viel Hokuspokus auch. Die Schlechtereien des Ersten Weltkriegs waren in vollem Gang, als sich in der vom Krieg verschonten Zürcher Idylle junge Emigranten trafen, um sich den schönen Künsten hinzugeben. Unter ihnen aus München kommend Hugo Ball und Emmy Hennings. Als Pianist und Diseuse traten sie im Varieté-Ensemble Maxim auf, bis sie im Februar 1916 zusammen mit Hans Arp, Tristan Zara und Marcel Janko an der Spiegelgasse in der Zürcher Altstadt das Cabaret Voltaire eröffneten und Dada begründeten.